Hallo zusammen, willkommen auf dem YouTube-Kanal von Bürostuhltest24.de. Und heute geht es um das Thema Sitzhocker, denn damit könnt ihr eure Rückenmuskulatur fördern und natürlich auch für jede Menge Abwechslung im Büro sorgen. Und da es aktuell schon sehr viele Sitzhocker auf dem Markt gibt, haben wir uns mal die Mühe gemacht, für euch hier die 5 besten und beliebtesten Sitzhocker herauszusuchen, welche unserer Meinung nach aktuell auf dem Markt erhältlich sind. Die schauen wir uns heute also mal in diesem direkten Vergleich miteinander an, werden sämtliche Vor- und Nachteile durchgehen und zum Schluss unseren Vergleichssieger krönen. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran und nun würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und dann starten wir auch direkt mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der Egotopia Sitzhocker. Und hier schauen wir uns am besten mal die Vor- und Nachteile zuallererst an. Da hätten wir zum einen ein tolles Design, er ist langlebig, man kann ihn vielfältig einsetzen, er hat ein tolles Bewegungsfeedback, er hat einen tollen Schwingeffekt, eine Sitzhöhenverstellung und kann sehr einfach bedient werden. Die Nachteile, der Anschaffungspreis ist hier leider etwas höher und auch der Sitzhocker generell ist hier sehr hoch. Nur gehen wir mal kurz hier auf die Produktdetails etwas näher ein. Wir hätten also hier einen Sitzhocker, der von Experten getestet wurde, er hat geprüfte Materialien, kann hier um 360 Grad drehen, er hat Druckknöpfe verbaut, ein Gummifundament, er ist sehr gut beim hohen Sitzen geeignet und wir haben ein Gewicht von gerade einmal 11,8 Kilogramm. Diesen Sitzhocker könnt ihr euch ganz bequem euch auf Amazon bestellen und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns den dort auch hier mal direkt an. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf, dann kommt ihr zu dieser Produktseite und könnt euch diesen Sitzhocker jetzt parallel oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Der Preis 179 Euro ist nicht der allergünstigste, aber von der Qualität her kann man sich da dennoch nicht beschweren. Dann gehen wir auch gleich mal hier kurz auf die Produktbeschreibung etwas näher ein. Hier wird nochmal einiges erklärt, hier wird nochmal das Artikelgewicht angegeben, die Highlights und auch sonstige Informationen werden hier gut dargegeben. Zu guter Letzt gehen wir natürlich auch hier nochmal kurz die Bewertungen durch. Da gehen wir jetzt hier mal runter. Wir können schon sehen, das ist ein sehr guter Sitzhocker. Er ist vollkommen okay. Er sorgt für sehr viel Abwechslung und man muss ihn einfach probiert haben. Den Link dazu gibt es, wie vorhin schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung. Also klickt dort mal drauf. Da könnt ihr euch auch die Bewertungen zu diesem Sitzhocker nochmal in aller Ruhe anschauen, falls Interesse besteht. Und nun würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter. Und zwar starten wir nun mit Platz 4. Und dort landet bei uns der Sitzhocker der Marke Thailink. Und auch hier schauen wir uns die Vor- und Nachteile mal wieder zuallererst an. Wir haben zum einen einen wirklich sehr guten Preis, ein modernes Design, er ist vielfältig einsetzbar, hat ein Premium-Silikonkissen mit dabei, sorgt für einen guten Schwingeffekt, hat eine Sitzhöhenverstellung und tragbare glatte Griffe. Die Nachteile, leider ist hier sehr viel aus Kunststoff und dementsprechend können auch hier Knatschgeräusche beim Bedienen und beim Benutzen entstehen. Dann gehen wir auch gleich weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier einen dynamischen Sitzhocker. Der kann hier um 360 Grad gedreht werden, hat eine 15%ige Neigung, hat 6 Bezugsfarben, hat ein Gummifundament, eingebaute Tragegriffe und wiegt gerade mal 4,3 Kilogramm. Man kann also wirklich hier relativ einfach von A nach B transportieren und deshalb würde ich sagen, schauen wir uns auch mal diesen Sitzhocker hier ganz genau auf Amazon an. Und auch hier gibt es den Link unten in der Videobeschreibung, also schaut dort unbedingt mal rein, klickt den Link direkt jetzt mal an und dann könnt ihr euch auch diesen Sitzhocker jetzt parallel oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es diesen Sitzhocker in sehr vielen verschiedenen Farben. Da sollte für jeden was dabei sein. Der Preis 96,79 Euro. Das ist durchaus hier ein fairer Preis. Wir gehen mal weiter runter zur Produktbeschreibung. Hier steht doch mal einiges drin, was hier gerade ja, den Sitzhocker betrifft. Wir können auch hier schon mal schöne Abbildungen sehen. Er ist auf jeden Fall hier sehr modern und eignet sich daher beinahe für jedes Büro. Auch zu Hause wird dieser Sitzhocker gerne verwendet und passt auch beinahe bei jedem Einrichtungsstil. Nun würde ich aber sagen, gehen wir zum Schluss nochmal die Bewertungen durch. Dazu werden wir einfach mal hier ganz runter scrollen. Und dann können wir auch hier gleich mal die Bewertungen uns anschauen. Er wird ja als recht guter Sitzhocker bezeichnet und auch die weiteren Bewertungen sind hier vollkommen okay. Doch nun würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar zu Platz 3. Und dort landet bei uns der Songmix Sitzhocker. Und auch hier schauen wir selbstverständlich mal die Vor- und Nachteile zuallererst an. Da hätten wir zum einen einen wirklich günstigen Preis, er ist sehr ergonomisch, er ist 360 Grad drehbar, hat einen Anti-Rutsch-Bodenring, eine Sitzhöhenverstellung, einen gepolsterten Sitz und eine hohe Belastbarkeit. Die Nachteile, er hat leider eine etwas hohe Ausgangshöhe und klappert etwas. Nichtsdestotrotz ist er dennoch ein sehr guter und günstiger Sitzhocker. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich hier mal kurz zu den Produktdetails. Wir haben also hier eine 360 Grad Rotation,
Er ist um 8 Grad neigbar, kann von 50 bis 70 cm verstellt werden, hat eine 37 cm große Sitzfläche, ein Anti-Rutschpad, ist einfach zum Aufbauen und belastbar bis 120 kg. Den gibt es auch ganz bequem auf Amazon zu kaufen und daher schauen wir uns den auch mal hier direkt an. Den Link dazu, den gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Klickt also dort mal drauf, dann kommt ihr auf diese Produktseite und könnt euch diesen Sitzhocker jetzt oder nach dem Video anschauen. 85,99 Euro ist der aktuelle Preis, ist wirklich ein günstiger Sitzhocker und daher ist hier das Preis-Leistungs-Verhältnis hier wirklich vollkommen in Ordnung. Die Produktbeschreibung kann sich auch sehen lassen, hier steht nochmal einiges drin, hier werden nochmal die Highlights sozusagen aufgegriffen, nochmal ein paar schöne Abbildungen dargestellt und auch die Produktdetails werden hier nochmal ausführlich beschrieben. Wir gehen jetzt weiter runter zu den Bewertungen. Wir haben also hier einen günstigen, stabilen und guten Sitzhocker. Begeisterung pur, viele würden diesen auch weiter empfehlen. Also ein sehr guter Sitzhocker mit dem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Den Link dazu, den gibt es wie vorhin schon erwähnt unten in der Videobeschreibung. Falls ihr also Interesse habt, dann klickt dort mal drauf. Da kommt ihr zu dieser Produktseite, könnt ihr die Bewertungen nochmal in aller Ruhe anschauen und auch die Produktbeschreibung. Und im Anschluss könnt ihr euch selbst ein sehr gutes Bild von diesem Sitzhocker machen. Doch nun würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter nach vorne und zwar zu Platz 2. Und dort landet bei uns der Topstar Sidness Bob Sitzhocker. Und auch hier schauen wir uns mal zuallererst die Vor- und Nachteile an. Wir hätten also hier zum einen einen guten Preis, er ist vielfältig einsetzbar. Er besitzt einen Alu-Standfußring, er hat einen tollen Schwingeffekt, eine Sitzhöhenverstellung, ein gepolsterten Sitz ist hoch belastbar und made in Germany. Der einzige Nachteil hierbei, der Gummiring am Fuß könnte natürlich hier etwas besser sein. Wir gehen gleich weiter zu den Produktdetails und dann schauen wir uns die auch nochmal in aller Ruhe an. Wir hätten also hier einen Sitzhocker, der sowohl für einen privaten als auch für einen gewerblichen Gebrauch geeignet ist. Man kann ihn hier wirklich sehr gut in jeder Position verstellen, man kann hier um 360 Grad drehen. Es gibt hier 9 Bezugsfarben, er hat ein Gummifundament, ist für eine Nutzungsdauer von 4 Stunden am Tag ausgelegt, wird in Deutschland produziert und ist hier GS geprüft. Den schauen wir uns auch hier mal direkt am besten auf Amazon an. Den Link dazu, den gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein. Klickt den am besten direkt jetzt mal an, da könnt ihr euch diesen auch nochmal hier nach dem Video in aller Ruhe anschauen. Es gibt ja sehr viele verschiedene Farben, da sollte für jeden was dabei sein und auch der Preis kann sich sehen lassen, 99,99 Euro. Wir gehen mal weiter runter zu der Produktbeschreibung und dann gucken wir uns auch die nochmal hier in aller Ruhe an. Hier wird nochmal alles ausführlich aufgelistet, was diesen Sitzhocker so ausmacht. Wir können auch hier schon sehen, das Einsatzgebiet ist ja auf jeden Fall im privaten und im gewerblichen Bereich. Die vielfältigen Farben sind natürlich auch ein Pluspunkt für diesen Sitzhocker. Nun gehen wir gleich kurz auf die Bewertungen ein, dann schauen wir uns die nochmal an. Wir haben hier einen guten Sitzhocker, eine tolle Alternative zum Bürostuhl. Er ist sehr praktisch, ist günstig und ein tolles Produkt. Wie gesagt, den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein. Klickt den Link jetzt mal an, dann kommt ihr auf diese Produktseite und könnt euch den nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Doch nun geht's weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns der Topstar Sidness 20 Sitzhocker. Und auch hier schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile zuallererst an. Da wäre hier zum einen der sehr gute und günstige Preis. Wir haben hier ein Original-Walzer-Patent. Er hat einen vertikalen Schwingeffekt, eine Sitzhöhenverstellung, eine Spezial-Tiefenfederung, einen gepolsterten Sitz, eine hohe Belastbarkeit und auch dieses hier made in Germany. Der einzige Nachteil ist der etwas untypische und gewöhnungsbedürftige Reifenfuß. Nun würde ich sagen, schauen wir uns auch hier mal kurz die Produktdetails dazu an. Auch dieser Sitzhocker ist für den privaten und für den gewerblichen Bereich ausgelegt. Er kann in jeder Position verstellt werden. Er kann um 360 Grad gedreht werden. Er hat 14 Bezugsfarben. Er hat ein Luftkissenfundament, ein poliertes Aluminiumgestell, ist für eine Nutzungsdauer von 4 Stunden am Tag ausgelegt und wird in Deutschland produziert. Und nun würde ich sagen, schauen wir uns auch mal diesen Sitzhocker hier auf Amazon an. Den Link dazu, den gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein und klickt den Link am besten jetzt mal an. Denn hier gibt es auch ein interessantes Produktvideo. Es gibt hier, wie gesagt, sehr viele verschiedene Farben. Der Preis 104,99 Euro ist ein absoluter Bestseller Nummer 1 auf Amazon. Also sehr beliebt und viele Kunden sind damit wirklich sehr zufrieden und glücklich. Die Produktbeschreibung ist hier auch sehr ausführlich gehalten. Hier werden nochmal sämtliche wichtige Punkte aufgelistet. Wir können auch hier gleich nochmal kurz den Einsatzzweck sehen. Es gibt hier wirklich sehr viele verschiedene Farben zur Auswahl und auch hier können wir nochmal die Funktionsweise dann betrachten. Kommen wir nun direkt zu den Bewertungen. Wir haben hier eine tolle Konstruktion. Wir haben hier eine Begeisterung pur. Viele Kunden würden diesen wirklich gerne weiterempfehlen
und auch sonst fallen die Bewertungen hier wirklich überwiegend positiv aus. Den Link gibt es, wie vorhin schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf, dann könnt ihr euch die Bewertungen auch nochmal in aller Ruhe anschauen. Nun, es steht also fest, unser Vergleichssieger ist der Topstar Sitnes 20 Sitzhocker. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal hier die wichtigsten Vorteile im Überblick an. Wir hätten hier zum einen einen sehr guten Preis, ein Original-Walzer-Patent, wir haben eine Sitzhöhenverstellung, eine Spezial-Tiefenfederung, er ist hochbelastbar und made in Germany. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer gibt es alle Informationen und Links zu diesen Sitzhockern unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein und klickt die Links mal an. Und wenn ihr jetzt mehr über Bürostühle wissen wollt, dann geht doch mal auf unsere Webseite www.bürostuhltest24.de. Dort gibt es eine wirklich sehr große Auswahl an verschiedenen Vergleichen rund um Bürostühle. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Top 10 der besten Bürostühle, Vergleichssieger. Dann haben wir auch noch hier eine Auflistung an Bestsellern. Zudem gibt es auch hier noch einen Direktvergleich. Es gibt verschiedene Kategorien, Testberichte, Produktberichte und auch einen sehr interessanten Ratgeber mit guten Artikeln. Und wenn euch dieses Video jetzt hier gefallen hat, dann gebt doch mal hier einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.